Heute geht es um Kocher. Ich wollte heute den Klappkocher von Fire Dragon vorstellen. Wir machen einen Vergleich, den alten S-Bit-Kocher und den neuen Fire Dragon Klappkocher. Jetzt habt ihr beide hier. Hier ist der S-Bit-Kocher. Und hier der Fire Dragon Kocher. Brandneu. Ich mache ihn mal auf und gucken wir mal rein, was drin ist, ne? Oh, er geht relativ schwer. Schöne Schale für die Fire Dragon, dass sie nicht zerfließen. Hier kann man schön mal gucken, dass ich mich nicht selber anstecke hier. Wie schön die Raster hier. Verschiedene Stufen. Und das soll so ein Windschutz sein. Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Das ist doch eine offizielle Challenge. Nehmen wir mal 6 Stück hier. Schick, schick. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Hexamin Klappkocher. Der ist noch im Originalzustand so ein bisschen hier. Das ist ja der große, ne? Da sind sogar noch die originalen Brenntabletten drin. Puh, die stinken so richtig nach Fisch. So, für einen Nierenbecher. Und man sieht, er ist natürlich der große Bruder, ne? Das ist der kleine S-Bit. Und der Fire Dragon, der ist ein bisschen länger und im Grunde genauso breit. Den stecken wir heute mal nicht an. Außerdem habe ich da einen Trangia Grillkocher. Das ist wirklich ein Witz. Das ist einfach eine Galoderma-Dose. Das war's. Einfach eine Dose. Na gut. Dann haben wir den Klassiker M71 in leer diesmal. Und einen Trangia. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem Fire Dragon, weil ich glaube, der rußt nicht so stark. Und das S-Bit, das wird uns die Tasse schwarz machen, deswegen machen wir das am Schluss. Sieht doch schon ganz gut aus. So, der hat es jetzt auf Anhieb hier nicht geschafft, den zum Kochen zu bringen. Wahrscheinlich
nicht windgeschützt genug. Er hinterlässt hier deutlich Spuren, das muss man immer wieder sauber machen. Er ist sehr lange noch heiß, weil das Blech ziemlich dick ist. Man kann 3 Fire Dragons da drin aufbewahren. Ja, und so richtig rußfrei ist das auch nicht. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber die letzten Fire Dragon, die rußen alle auch wieder so ein bisschen. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich die benutze, weil die sauber verbrannt haben. Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Okay, jetzt kommen hier die S-Bits. Wir fangen nochmal neu an. Mal einmal die Tasse abkühlen. Ist auf jeden Fall jetzt sofort kalt schon. Ja, wir machen wieder bis zum Strich. Die Markierung gemacht. So, los geht's. Wie ein S-Bit-Kocher von nah aussieht, das weiß ja jeder. Also das geht natürlich schlechter an, ein bisschen. Na. Na, ich mach doch eine Aufnahme. Ja, ich bin immer noch ein Riesenfan von den Notkocher hier, immerhin 70. Da kann man eigentlich nicht mehr viel verbessern. Oben den Verschluss vielleicht, der könnte ein bisschen besser sein. Ja, und dann kauft man sich im Bauhaus oder irgendwo ganz normal hier Brenngel. Kann man immer wieder nachfüllen, wenn man auch auf Tour ist. Dann kann man da ganz leicht das nachkaufen. Und das finde ich gut an dem Kocher. Weil so Fire Dragons, die kriege ich ja nicht überall, ne? Oder auch S-Bit. Kriegt man ja nicht immer. Wenn man unterwegs ist. Jetzt will ich doch mal testen, ob man den auch mit Spiritus hier brennen kann. Okay. Spiritus geht im Winter schlechter an wie im Sommer. Ne? Weil ich noch nicht wusste. Ja, jetzt brennt es. Nee, geht nicht. Sieht man jetzt auf Kamera nicht, aber der ganze Tisch brennt. Die Schale ist nicht dicht. Das brennt auch hier außerhalb der Schale, weil hier an den Kanten, hier, ist das nicht ganz dicht. Das ist so ein kleiner Spalt. Da auch. Das geht leider nicht. Ja, aber kann man ja vielleicht zulöten. Ja, und der S-Bit, der schafft das auch nicht. 500 Milliliter Wasser hier zum Kochen zu bringen. Ich denke, man muss einfach noch mehr in so eine geschützte Ecke gehen. Aber hier jetzt nochmal der Nachteil vom S-Bit.
Der hinterlässt richtig so einen ganz öligen Film. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Es klebt richtig. So, jetzt will ich aber auch noch mal sehen, was der Trangia macht. Das ist für mich ein Nachteil. Flüssiger Brennstoff. Muss man immer aufpassen, dass das alles dicht bleibt auch. Nachkaufen geht gut. Spiritus kriegt man ja oft. Problem ist, man hat dann die große Flasche dann halt immer über, ne? Muss man sich entweder aufteilen oder was zurücklassen. Vom S-Bit bleibt auch jede Menge Dreck übrig. Mal mit Trioxan jetzt nochmal versuchen hier. Das machen wir jetzt auch noch. So, wer weiß, ob das giftig ist, was da drin ist. Da geht sehr schnell, geht er an. Und der Trioxan verbrennt ohne Rückstände. In der Schale fühlt der Trioxan sich nicht so wirklich so wohl. Ich habe es auf jeden Fall auch gerade außerhalb der Schale brennen sehen. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. So, gerade das war nicht windgeschützt genug. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal gemacht. Und ich bin jetzt hier bei 11 Minuten noch was. Bisschen was ist noch da vom Fire Dragon. Und ich würde sagen, er hat es geschafft hier. Los geht's. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von einem Fire Dragon. Und auf die Plätze, fertig, los. Hier ist auf jeden Fall noch jede Menge übrig. Wir sind bei 9 Minuten und die Kiste ist am Brodeln hier. Okay. Jetzt mache ich auf jeden Fall, das wollen wir auch noch wissen hier mit dem Trang hier. Das machen wir jetzt auch noch. Okay, du kommst beiseite. Und der Trang hier. Ja, der Trang hier, der muss immer erst auf Touren kommen und dann gehe ich da auch mal richtig los. Ich bin jetzt hier bei 12 Minuten. Das ist schon ordentlich am Beauty Boil. Aber ich denke, das Gestell, das ist nicht optimal. Der kann mehr, der Trang, ja. Deswegen kriegt er von mir noch ein Plus. Also da geht noch was. Okay, kommen wir zum Fazit. Der S-Bit-Kocher ist kleiner als der Fire Dragon-Kocher und leichter. Geruchsneutral ist der S-Bit nicht, der Fire Dragon schon. Der S-Bit war jetzt mit demselben Gewicht an Brennmaterial schneller. Eine saubere Verbrennung, also Rückstände an der Tasse, ist bei S-Bit nicht, beim Fire Dragon schon.
Beide hinterlassen Rückstände auf der Brennschale. Brenngut, gut verfügbar. Habe ich hier geschrieben, bei beiden nein. Bei dem Fire Dragon Kocher, wenn man den dicht macht, dann kann man auch mit Spiritus arbeiten und mit Gel. Deswegen ja mit Modi. Okay. Das lassen wir jetzt alles schön abkühlen. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf und dann gehe ich mich aufwärmen. Ich beende das Video. Bis die Tage. Das kann man nicht hören. Jedes Mal. S-Bit, der schafft das auch nicht. 500 Liter. Bis zum nächsten Video.